Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist das Reiter und wir sind in Folge Nummer 31 von Graveyard Keeper mit allen DLCs. Stranger Sin und wie sie alle heißen, kann ich jetzt gerade nicht auswendig. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir mal. Wir haben zuletzt einen Gottesdienst gehalten. Da hatten wir die erste Kerze angezündet. Die Kirche hat plus 10. Wir haben 4 Glauben bekommen, sind dann noch in den Keller gegangen und haben im Keller unten dann am Forschungstisch noch, ich glaube, 20 Punkte oder sowas bekommen. Und ja, da müssen wir mit den blauen Dingern weitermachen, weil die fehlten uns ja, ne? Alles klar, dann würde ich sagen, nach dem Intro geht's los. Bis gleich. So, dann schauen wir mal rein. Unser Mannequin ist hier. Wir gucken doch erstmal in den Forschungsbaum, oder? Technologien. Haben wir die schon ausgegeben? Nee, ne? Oder? Nee, hier sind 10. Balsamierungsflüssigkeit braucht auch 10. Aber wir müssen erstmal gucken, was war. Preis des Glaubens. Die Kirche ist nicht nur der Triumph des Geistes, sie ist auch eine Reihe von Gebäuden und Grundstücken. Du hast gelernt, sie zu managen. Daher verdienst du mit Zeremonien zusätzliches Geld. Das hier wäre vielleicht ganz wichtig, ne? Predigteinnahmen plus 50 minus und, plus 50 bis 150. Predigt Glaube plus 20. Glaube 1 bis 3. Geld 1 bis 3. Gefertigt an Tisch, Tisch 2. Achso, da sind die Gebete, die man da kriegt. Und Perk Kardinal. Die Kirche ist nicht nur der Triumph des Geistes, sie ist auch eine Reihe von Gebäuden und Grundstücken. Du hast gelernt, sie zu managen. Achso, das ist das dann. Ich glaube, das ist schon hier unser Ding, was wir brauchen, oder? Und die Geschichte über das Erlebnis der Kirche entzündet sich Glauben und Spenden. Ich glaube, das schalten wir mal frei. Okay. Weil dann kriegen wir jeden Sonntag mal ein bisschen mehr Kohle da rein, oder? So, der Sonntag ist ja noch da, aber wir haben den Gottesdienst schon abgehalten. Jetzt müssen wir nur gucken. Da gibt es noch was einzusammeln. Und wir sollten, ach so, wir gehen besser durch den Keller hier. Und schauen mal, was haben wir denn hier dran, ne? Hier sind 5 Glauben dran, ne? Muss ich die mitnehmen, ja, ne? Ah ne, die waren nicht dran, ne, hier. Die Kiste ist rechts. Arbeitszimmer. Ich glaube, wir sollten mal schauen. Das können wir jetzt rüberlegen, weil wir das erforscht haben. Nehmen das mit. Und Rechtmäßig-Zertifikat Bürger. Bestattungsurkunde ist klar. Essen. Ach, hier unten das Essen lassen? Ist auch eine doofe Idee, ne? Komm, nee, das lassen wir nicht hier. Was haben wir denn hier noch? Flusssand. Arbeitszimmer nicht beendet. Aber da wird nur grüne Punkte für geben, aber ich brauche ja blaue. Ach komm, wir gehen jetzt erstmal rüber, ist ja nicht so weit hier. Und wenn wir dann noch was haben, dann können wir ja nochmal hier schauen, oder? Gucken, ob das so klappt, wie ich mir das vorstelle. So, wir wollen das erforschen, brauchen davon. Achso, da brauchen wir 3 dann davon für dieses hier. Ich will hoffen, dass wir dadurch auch mehr blaue Punkte kriegen. Zur Flüssigkeit. Okay, 50. Alles klar, dann ging's. Dann bin ich ja zufrieden, ne? So, jetzt müssen wir gerade nochmal durchchecken. Das gibt grün, rote. Ich brauche aber blaue. Okay. Ist hier noch was? Ne, das ist auch alles rot. Gut, okay. Das war schon mal gut. Hier können wir noch was fertigen, aber das wollen wir nicht. Hier ist jetzt die nächste Kiste. Gucken wir mal rein. Was gibt es hier noch? Chaoslösung. Das haben wir schon. Das bedeutet das nach da und die Chaoslösung hierhin. Und ich will hoffen, dass die mit 2, ich glaube 2 Glauben haben wir noch, oder?
fällig wird. Ach, gar kein Glauben, nur Wissenschaft. Dann untersuchen wir die doch mal, oder? Auslösung und gibt das wie viele Punkte? Okay, 5 Punkte gab das nur, aber wir haben sie. So, die Chaoslösung kann jeder hier rein. Das Gehirn lassen wir auch hier, denke ich. Okay, dann ist hier nichts Besonderes mehr dran, oder? Das Gebet müssen wir mal gucken, wo wir das dann herkriegen, ne? Die Vorbereitung zum Gebet. Hier ist Schlange, mit dem können wir jetzt nicht so viel anfangen, oder? Ah, 2 von 5 Glauben. Hä? Ich hätte ihn überzeugen können. Naja, ist jetzt auch nicht so schlimm. Aber wir kommen ja vielleicht mit dem Gebet besser an Glauben jetzt dran, ne? Schauen wir mal. Ist hier noch was drin? Okay, das ist, geht auch noch. Und den Flusssand lasse ich jetzt mal gerade hier und nehme noch einen Schädel mit. Dann kann ich das beides auch noch gerade umsetzen. So, mit dem blauen Zeug, da kommen wir jetzt in Schwung, ne? So, ich will hoffen. Ja, da ein Glauben geht da. Jetzt lassen wir gerade checken. Was macht der Totenkopf? Auch ein. Beides eins, das ist gut. Das müsste jetzt 20 geben, ne? 76 passt. Und dann noch die Pelle. Und das müsste nochmal 20 geben. 96, sehr gut. Ja, das ist schon mal sehr schön. Schmeiß das mal weg hier. Also nicht wegschmeißen, sondern hier eine Kiste machen. So, jetzt haben wir ordentlich. Wir haben jetzt keinen Glauben mehr. Jetzt müssen wir nur gucken, wie wir an das Gebet da kommen, ne? Ich glaube, da gehen wir mal gerade durch die Kirche nach draußen. Oder war das hier? Nee, hier können wir nur Bänke, Truhe und Kerzenständer und sowas bauen. Jetzt weiß ich nicht. Hier müsste ja leer sein. Fehlgeschlagen. Und ich glaube, die kriege ich nur beim Priester da, ne? Beim Pfarrer, oder? Bürger, königliches Siegel. Könnte ich freischalten, habe ich den jetzt hier zurück? Aristokrat. Königliches Siegel, brauchte ich das königliche Siegel nicht? Für, sag schon, NPCs. War das nicht für den Wirt, um das Fleisch zu verkaufen? Wo ist denn der Wirt jetzt? Müller? Findet Tinte und Papier, Schöpfer, Beweis, dass man sich mit ihr unterhalten sollte. Erreiche 20 auf dem Friedhof, erreiche 20 in der Kirche. Ne, 30 auf dem Friedhof. Kaufmann? Sand vom Flussbräu und Chlorobier, okay. Schlüssel von Gerio. Wo ist denn jetzt hier? Triss Zimmermann. Das ist der NPC Wagner. Ist das hier der Müller? Nee. Bauer, Nico, Kapitän, königlicher Dienst, Shepard, Bauernsohn, Imker. Finde einen Stempel. Okay, das muss ich jetzt einen Stempel finden. Eine Bestattungsurkunde hatte ich da auch noch.
Ja, okay, dann müssen wir mal gucken. Qualität des Friedhofs ist minus 15. Na, da müssen wir auch noch dran arbeiten. Fürchterlich viel sogar. Ist nicht so einfach, ne? Haben wir noch Möhren dabei? Nee, ne? Nee. Die müssten wir holen, um dann eine Leiche zu bekommen. Aber vielleicht will ich auch gerade keine Leiche, weil das ist ja schon schwierig genug, ne? Platz für Bärenstrauch und Apfelbaum. Oh, hier haben wir auch noch, ne? Hier können wir noch mehr generieren von dem blauen Zeug. Das mit dem Dingens ist noch nur so eine Geschichte. Naja. Was tun wir jetzt als nächstes? Gute Frage, ne? Eigentlich müssten wir Eisen. Herzlager. Ne, das haben wir ja alles hier unten schon irgendwo oder so. Hatte ich hier schon reingeguckt? Ja, was ist das? Silbernuggets. Glas können wir da mal rüberstocken. Dann ist das 4. Wo habe ich denn jetzt den Flussland gelassen? Und das Bier brauchen wir. Wie viel Geld haben wir denn? 54 Cent. Das ist zu wenig. Gehen wir noch den Flusssand holen. Ich weiß noch nicht mehr, wo ich den hingepackt habe. Hier. Das Gehirn. Lass mal da drinnen. Nee, nach unten geht's. Wir müssten ja das Bier besorgen. Und warte mal, die Urkunde, habe ich die mit? Bestattungsurkunde. Vielleicht kriege ich dafür das Bier und dann können wir Gerrit das geben. Gut, ja, sind wir hier richtig. Gut, dann schauen wir mal, dass wir da hochkommen. Und gucken da mal, dass wir das hinkriegen. Wo ist er? Da ist er. Kannst du ein Grundstück in Dirkus Namen kaufen? Handeln. Ein Humpen Bier. Ein Humpen Bier. Ich hoffe, das ist jetzt der richtige Humpen, ne? Warte mal, wir können das ja mal gerade hier nochmal nachchecken. NPCs. Wo ist der fliegende Schädel? Steht da was? Weiß ich jetzt nicht. Jetzt bin ich bei Gerrit vorbeigeflogen. Sind die alphabetisch sortiert? Nein, leider nicht. Jetzt bin ich wahrscheinlich wieder dran vorbei. Ne, da ist Gerrit. Da kann ich leider nichts sehen hier. Okay, handeln. Humpenbier. Also, das können wir erstmal verticken, ne? Und dafür können wir uns da einen Humpen holen. Und ich nehme mal da auch noch einen von, falls einer der richtige ist. Ich weiß es aber nicht mehr. Rang 2. Rotwein, Rang 3. Zwiebelringe, okay. Sollte eigentlich erstmal passen. Dann kriegen wir noch 85, okay. Okay, das hat soweit geklappt. Was haben wir hier? Kannst du... Sie haben... kann ein Stück... Da brauche ich 30. Okay, alles klar. Haben wir nicht. Kann ich schon hier oben durchgehen? Warte mal. Ne, da oben ist noch das Schild. Das kann ich noch nicht. Die Tür ist verschlossen, bis er 30 mit Horderei gab. Wie viel haben wir mit ihm? Wohl erst 10. Okay. Du schon wieder. Okay, da brauchen wir 10 und dann kriegen wir hier 10 und da haben wir 0. Also wir müssen da auch wieder Glauben haben, dass das klappt. Mit der geht nix. Mit dem geht nix. Mit ihr, Frau Kette. Da konnte ich Rezepte kriegen, ne? Ohne Rezeptfisch, das ist, aber was für Preise, ne? Brauchen wir nicht drüber reden gerade.
Ja, bei ihm brauche ich noch nee, die Tinte. Ne, weiß ich gar nicht. Ah, so ein Pech nicht heute. Okay. Ich glaube, das haben wir erst hier. Dann sind wir da wieder ein Stück weiter. Jetzt gucken wir gerade nach Gary wegen dem Humpen Bier noch. So. Ne, da nicht lang. Da haben wir noch nicht freigeräumt. Gary sitzt hier unten irgendwo. Na, kommen wir da durch? Ja. Da unten rum, oder? Wo war der? So, fangen wir an. Aufgabe beendet. Bist du bereit zu strahlen wie ein Diamant? Wenn ich sauber bin, werde ich so cool aussehen. Sollte ich Angst haben, dass mich jemand mitnehmen will? Ha, ist niemand da, Gary. Mir ist heute irgendwie nervös. Ach, was ich tue, nur zu viel tun. Dann fangen wir mal an. Vorsicht mit meinen Nasenhöhlen, die ist ein bisschen sensibel. Was immer du sagst, Gary. Hey. Ha, jo. Hi. Alter rostiger Schlüssel. Ich hab ihn. Ah, das war die richtige Stelle und wie das duftet. Ich muss schon sagen, du hast ganz schön weiche Hände. Danke. Genieße deine Sauberkeit. Bringe Eurik den Schlüssel. Okay. Da haben wir jetzt das Ziel, Eurik den Schlüssel zu geben. Ja, da können wir nur gehen, okay? Und dann wollen wir weiterschauen, oder? Aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat. Gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wer das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Bis zum nächsten Mal. Ciao!